Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zu Empire. Jedenfalls zur letzten Aufnahmesession von Empire, denn wir sind in Kapitel 4, Akt 5 angekommen. Zum zweiten Mal. Auf Seiten von Oscar. Töte sie alle! Der Geheimweg zum Thron ist nun frei und alles scheint sich wie von selbst zu ergeben. Wer die Krone auf dem Kopf hat, wird völlig unwichtig sein. Nicht wenn die Burg von Baal arbeitet und seinem tüchtigen Ratgeber gestürmt wird. Jo. Und dann würde ich mal sagen, legen wir ohne Umschweife einfach los. You have darted down the secret tunnel and made your base close to the tunnel opening. The long journey is coming to an end. You have but to overcome the underground defenses of the royal palace, and the newly crowned sovereign will become the most short-lived ruler in Ardanian history. Except for Henry One-Eye, who turned the other cheek and never saw it coming. The realm of the Sidrian kings will be no more. The glorious empire of Baal Abaddon will rise in its stead. Jo. Legen wir los, würde ich sagen. This is perfect. The storage here by the tunnel opening contains lots of materials to get us started. We need to make haste. The minions left by the tunnel entrance will not be able to guard us for long, and I suspect that Sovereign Bannister will start attacking us real soon. Let them come! The more the bloodier! You must find a way to lure Bannister and his guard down here. Oh, about the guard. Balgorian muttered something cryptic about the new sovereign having unexpected and powerful allies. Whatever that means, things will get rough. The shithead once told me about the remodeling of the castle cellars after an underground goblin attack. The whole basement was redesigned in order to obstruct any attempt to invade. Just let me loose! I'm unstoppable! Wait, before you burst into a frenzied killing spree, I want you to know that whatever happens, it has been a joy to be your advisor. I mean, Pransa has her qualities, but you and I, what we have is, you know, I really like you a lot. To be honest, ditto. Anyway. The time has come for the demigod to crown his earthly ambassador. As a final request, I would like you to refrain from slaughtering my so-called father if you see him. I want the joy of doing that myself. Otherwise, kill them all! Yeah. Well, you know what to do. No point in me babbling on about spawning minions. I guess I should just shut up and let you focus on conquering the world instead of chatting about stuff you already... Yeah. All right, I'll shut up then. Give them hell and all that. Jo, Hölle kriegen sie. Beziehungsweise ich mache ihnen die Hölle heiß. Also erstmal muss ich meine Räumlichkeiten da oben wieder mal erreichen. Das ist nämlich dieselbe Map wie beim ersten Mal. So. Ich glaube, ich schreite gleich den Spezialisten frei. Ja, ich spare mir die Punkte für den Spezialisten und schalte den dann zuerst frei. So. Das heißt, es gibt erstmal 4 Berserk. Die in der Küche was zum Spachteln kriegen. Und ja, da muss ich mich hier oben breit machen. Gut. Hier können wir den Extraktor dran bauen und dann ist das okay. So, euch dahin. Bar kann schon mal hier hin.
So. Und dann porten wir Baal etwas zurück. Genau. Da haben wir es nämlich nur mit dem einen Trupp hier zu tun. Ich könnte den zweiten dann als nächstes waschen. Und ich glaube, von dem Rest baue ich mir hier ein Lager hin. So. Kann ich das noch abbrechen? Ja, kann ich. Denn ich möchte es gerne hier oben eben haben. So. Jo, mein Berserker-Trupp ist fast tot. Jetzt ist mein Berserker-Trupp auch schon tot. Aber Baal kriegt das gut hin. So, helfen wir mal nach. Okay. Hoxy Poxy Fijioxo. So viel zu den dreien. Wir haben hier unsere Vorratskammer. Gut. Hier können wir Fallen installieren, hier im Gang. Oh, und ich kann schon mal Spezialist freischalten. So. Das heißt, wir kriegen unsere Punkte schon mal. Als nächstes hätte ich gerne noch mal einen Berserker. Life. What's the point anyways? Und dann muss ich mit Baal noch die Jungs hier erledigen. Hä? Ja, das sind Materialien, lagert sie ein. Warum wollt ihr die nicht einlagern? Sagt bloß, ihr wollt sie da einlagern. So, helfen wir mal nach, indem wir blitzen. Ja, genau. Box die Klerikerin mal schnell um. Oder den einen Krieger. Ihr wollt die tatsächlich nicht einlagern, weil die näher an dem da oben sind, hä? Ignorieren wir mal kurz die Klerikerin und machen die Barrikade weg, so. Und jetzt blitzen wir die Klerikerin ins Jenseits. Beziehungsweise prügeln sie ins Jenseits, so. Wird das schon mal erledigt. Ah, dann können wir jetzt den freischalten und auch gleich zwei beschwören. Trainingshalle, wo tue ich die hinstopfen? Ich habe doch so wenig Platz hier. Etwas, was ich sonst nun eigentlich nie tue. 20 Materialien in 5 Pilze umwandeln. Dass ich hier mir einen Berserker bauen kann. So, Trainingsraum als nächstes und dann schnelle Auffassungsgabe. So, ihr besorgt Materialien. Du reparierst den Pilzraum. Life. What's the point anyway? Baal kann die Barrikade einreißen. Und dann geht ihr mal los. Materialien suchen. Da ist gleich eine Einser-Mission. Warum sind hier so viele Einser-Materialmissionen dieses Mal? Sag bloß, die werden irgendwie zufällig verteilt. Achso, ich kann jetzt schnelle Auffassungsgabe mal machen. Sehr gut. So, Pilze. Ah, kann ich. Ich habe ja schon den zweiten Lagerraum, also ist das okay. Hoxy, Poxy, so, Baal macht mal neue Imps. Und dann werde ich erst die los, glaube ich. Und dann werde ich versuchen, die hier loszuwerden. Wobei ich mich schon mal hier rüber graben kann. Hä?
Dann steht mir nämlich der ganze Bereich hier zum Bau zur Verfügung. So, Trupp 1 ist wieder da. Sieht noch okay aus. Also schicke ich sie gleich nochmal los. Materialien besorgen, weil wir gleich nochmal welche brauchen werden für eben den Trainingsraum. Wo ist er denn? Wie ich nämlich vermutet habe, da passt er nicht rein. Also werde ich ihn da oben oder hier dran pflanzen müssen. Aber erstmal brauche ich den Extraktor. So. Das dürfte meine Imps noch motivieren, wenn direkt neben ihrem Hort die Gegner extrahiert werden. Priester als nächstes. Ja. Hier könnte ich, was weiß ich, wahrscheinlich die Spelunke hinbauen. So, die möchte ich alle drei extrahieren. Dabei kann mir Squad 1 auch helfen. Also die zu töten. Spelunke oder Kano, mal gucken, was dahin passt. Genau, tötet den Imp. Sag bloß, der hat's überlebt. Ja, scheinbar hat er's überlebt. So, meine ersten drei Helden für den Extraktor. Und Platz für den Trainingsraum. So, und weil ich gerne schicke Verbindungswege mag, verbinde ich hier mal. Ja, hier ist genug Platz für noch eine Küche und alles Mögliche. Und hier kann ich so entlang graben nachher. Wow, das waren jetzt aber Punkte. Priester und auch gleich den Recken. Hier ist keine Truhe drin. Nehme ich mal an, hier ist die kleine Truhe und hier irgendwo müsste dann die größere sein, ja. Heroes are entering your dungeon. Helden im Dungeon, auch gut. Kann Trupp 1 dann was trainieren. Währenddessen schon mal einen von der Sorte und einen Recken könnte ich auch gleich ausbilden. So. 3 Punkte brauche ich nicht. Ich brauche 4 für Frieden und Beute. Genau, danke. Das bringt dich wieder auf Stufe 1, den Trupp. Aber ich dürfte ihn auch wieder ableveln können. So. Das war übrigens falsch gerade, merke ich. So wollte ich es nämlich haben. So, und dann kann ich den ersten Trupp auch gleich wieder losschicken. Jo, hier. Ups, das war zu früh. So, noch ein Gegner für den Extraktor. Und am besten gleich noch ein Recke und noch ein Priester für den zweiten Squad.
Punkt fürs Helden töten. Ja, da sollte ich jetzt mal die Schmiede freischalten. Okay, Squad 1 ist wieder zurück. Also können sie jetzt weiter trainieren gehen.